Ursprünglich wollte ich nur mal ein Stück machen, das so richtig knallt. So ähnlich wie der alte Picasso plötzlich anfing zu malen wie die jungen Wilden. Aber dann sah ich zufällig ein tolles Weltraumfoto und ich dachte, das interessiert mich. Also habe ich mich intensiv mit der Weltraumforschung beschäftigt, unter anderem mit den fantastischen Computeranimationen des Urknalls. Ach, so viel Zeit haben wir ja gar nicht. Hat alles nur Millisekunden gedauert nach dem Urknall. Oder mit den Worten von Wladimir Kaminer: So stelle ich mir die Schöpfung vor. Sie war ursprünglich ein toller Witz, dessen Sinn im Lauf der Zeit dem Schöpfer verloren gegangen ist. Und unsere Aufgabe ist es nun, den Sinn dieses Witzes zu verstehen. Denn wer sonst soll das machen, wenn nicht die Menschen? Wir sind doch eine Spezies mit Humor. Humor, ja, der König von Humor, sagt Jandl. Aber die Sternenkunde ist ebenso voller Poesie, nämlich eine Zauberwelt spektakulärer Bilder, eingesponnen in die radikalen philosophischen Fragen der Astrophysik. Blaue Nachzügler, Blue Stragglers, heißen zum Beispiel 13 Milliarden Jahre alte Kugelsternhaufen im Steinbock. Und sie scheinen jünger und heißer zu sein als ihre Umgebung. Oder sie erscheinen eben nur so, als Feuerzauber gewaltiger, dramatischer Zusammenstöße. Überhaupt faszinieren uns die Bilder intergalaktischer Crashs und Explosionen, die unendlich weit weg sind, zeitlich und räumlich, und in denen doch eine kreative Gegenwart wütet. Mystic Mountain. So heißt ein dunkles Gebilde aus Gas und Staub im Carina-Nebel, der nur 7500 Lichtjahre von uns entfernt ist. Mystic Mountain, sprich zu uns, erzähl uns deine Geschichte, lass uns dein Rauschen hören und deinen Cosmic Blues.
coming from? She said, I'm coming from the land of the new rising sun. Walk on, brother, walk on. Jetzt sind wir also in der Jimi Hendrix-Galaxie gelandet. Oder war er doch eher ein Komet? Und da hinten ist ja die Venus, der Liebesstern. Thank you.
Jetzt sind wir also in dem Film 2001, Odyssee im Weltraum. Die berühmte Szene, wo aus primitiven Werkzeugen der Urmenschen durch eine herrliche Überblendung eine Weltraumstation wird, die sich im Walzertakt dreht. Allerdings ein anderer Walzer von Johann Strauss, nämlich an der schönen blauen Donau. Science Fiction und Fantasy, das sind Projektionen irdischer Fantasien, halb wissenschaftlich, halb Märchen. Zum Beispiel auch die Kultserie Raumschiff Enterprise. Doch auch noch einige Fans vom Raumschiff Enterprise hier. Fantasy. Im Jahre 4711, wenn die Physik die alten Vorstellungen vom Universum längst ad absurdum geführt hat, also zum Beispiel die Sache mit dem Urknall, finden Archäologen auf der verlassenen Erde primitive Spielzeuge mit Lichteffekten, etwa 2.000 bis 3.000 Jahre alt. Der Fund schlägt wie eine Sensation in die galaktisch verstreute Zivilisation ein. Es bilden sich fanatische Gemeinden, Kirchen des Lichts, die glauben, den Schöpfer gefunden zu haben, nachdem auf den elektronischen Geräten rätselhafte Botschaften und Gebote auftauchen und ein ewiges Licht. iMagic oder iPad. Am Anfang war das Wort, sagt die Bibel, beziehungsweise Martin Luther, und Ernst Jandl sagt, die Physiker sagen, jedenfalls ist das die derzeit herrschende Meinung, am Anfang war der Urknall vor etwa 13,7 Milliarden Jahren. Die alten Inder hatten jedoch die Vorstellung, am Anfang war Musik, eine Urmusik, woran sich dann die Materie zärtlich angelagert habe. Ein wunderschönes Bild, finde ich. Thank you.
fühle Luft von anderem Planeten. Das dichtete vor über 100 Jahren Stefan George. Und Arnold Schönberg machte daraus seine neue Musik. Im zweiten Streichquartett, im letzten Satz, singt diese Worte ein Sopran. Und eine musikalische Revolution später sagte John Cage: Ich bin hier und es gibt nichts zu sagen. Wenn unter Ihnen welche sind, die irgendwo hingelangen möchten, sollen sie gehen. Jederzeit. Was wir brauchen, ist Stille. Aber was die Stille will, ist, dass ich weiterrede. Gib einem Gedanken einen Stoß. Er fällt leicht um. Aber der Stoßende und der Gestoßene erzeugen die Unterhaltung, die man Diskussion nennt. Wollen wir nachher eine abhalten? Oder wir könnten einfach beschließen. Keine Diskussion abzuhalten. Wie Sie wollen. Ja, das ist jetzt die berühmte Rede über nichts von Cage. Es dauert aber 45 Minuten und dann kommt auch noch eine Rede über etwas, nochmal 45 Minuten. Machen wir jetzt nicht. Stattdessen nehmen wir jetzt Kurs auf die John Cage-Galaxie, ein gewaltiges Sternenchaos, dessen Kern aus dunkler Materie und noch dunklerer Energie besteht. Das heißt, sie sind unsichtbar bzw. unhörbar. Fast unhörbar. Nichtsdestoweniger sind sie da, entweder als konzertante Stille oder als Rede über nichts, wobei dem galaktischen Urmund während seines Vortrags existenzialistische Bemerkungen von Jean-Paul Sartre dazwischen kommen, dergestalt, dass dem Sein immer schon das Negierende, le néant, das Nichts und das Vernichtende beigesellt sei. Aber der Geist John Cages lässt sich nicht beirren und er führt uns in das Allerheiligste, in jene Stille, die 4 Minuten und 33 Sekunden lang ist und unendlich breit und tief. Und zugleich ganz einfach: höre, was in dir und um dich herum geschieht.
wunderliche Alter, soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehen? Wunder siehst du tausendfach in Blumen, Pflanzen, Tieren. Wunder siehst du im weiten All. Wunder leuchten dir aus schönen Augen und Wunder hörst du im süßen Ton. Wunderbar das alles, ja, aber wunderlich wirst du leicht dabei. Schluss der Winterreise von Schubert und Müller, der Leiermann, ein wenig poetisch kommentiert. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich intensiv mit der Sternenwelt beschäftigt, wird man ein bisschen sonderbar. Und vielleicht ist es jetzt Zeit, zurückzukehren auf die Erde. Hier ist sie. Blauer Planet, du hängst so allein im schwarzen All, zerbrechlich bist du, leichter Ballon. Lieblich geschmückt mit weißen Wolken über dem tiefen Meer und den zerrissenen Kontinenten, die schwimmen auf heißem Gestein, da spuckt und druckt wie in Teufelsküche. Vergiftet ist dein Land und die See und die Luft, alles kaputt und verrottet und vergammelt. Aber schön bist du, trotz der aktuellen Katastrophen, schön bist du doch. Gar nicht.
Ich komme zum Schluss und ich frage mich, was passiert denn jetzt mit dem Weltall? Stürzt es zurück in einen neuen Urknall? Oder bleibt es so, wie es ist? Oder löst es sich auf? Wir wissen es nicht. Auch Stephen Hawking weiß es nicht wirklich. Obwohl sein neuestes Buch zur Erklärung des Universums natürlich lesenswert ist und manchmal sogar witzig. Kurz zusammengefasst, die Philosophie ist tot, Gott ist tot, es lebe die Physik. Okay. Ich antworte aber mit einer Meditation nach einem ganz späten Bild von Picasso. Da hat er mit dem Daumen in eine Tonscheibe Augen hineingedrückt, Nase und Mund. Fast ein Kinderbild oder auch eine Urkunst und gleichzeitig ganz modern.